willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempelglück. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich eine kleine süße Verpackung basteln, in die diese Goldkugel hineinpasst. Und ich stelle dir die kleine Verpackung mal vor. Und zwar ist es diese hier. Ich finde sie total süß und ich verwende heute auch kein Designerpapier, sondern ich möchte das Ganze einmal bestempeln. Ich habe hier das gewebte Metallicband in Sommersorbet verwendet. Ja, und wir brauchen einfach nur Farbkarton in Grundweiß. Den habe ich hier vorbereitet und der hat die Abmessungen 17,3 x 11,2 cm. Ja, und nun habe ich hier diverse Stempel verwendet und ich stelle dir mal die Motive vor. Und zwar habe ich einmal diese drei, die stammen aus dem Stempelset Jahresringe. Einmal hier und dann diese beiden. Ich finde dieses Set total schön und wir brauchen ja für diese Verpackung relativ kleinflächige Stempelmotive. Dann habe ich noch mit dem Stempelset für alle Zeit gearbeitet. Da habe ich diese Kleckse hier verwendet. Das ist das hier. Und dann habe ich noch eine kleine Blüte genommen. Und zwar diese hier. Die habe ich mir auch schon auf einen Block gesetzt und die stammt eben aus dem Stempelset Kreative Tage. Also es sind alles kleine Stempel, mit denen wir gleich arbeiten werden. Ich möchte aber, da ich hier oben nicht stempeln möchte, schon mal diese Linie ziehen oder beziehungsweise falzen und auch den Boden, weil den möchte ich auch nicht bestempeln. Und da hole ich mal mein Schneidebrett. Und dann haben wir nämlich, wenn wir uns das hier gleich falzen, schon mal diese Anhaltslinie, wo wir eben nicht stempeln dürfen. Ich lege die kurze Seite einmal bei 4 cm an. Das ist dann nachher der Boden. Und dann lege ich noch mal bei 10,2 cm an. Und das ist dieser obere schmale Bereich. Und dann wissen wir ganz genau, wo wir jetzt stempeln können. Und zwar in diesem Feld hier. Ich werde mit diesem Motiv gleich anfangen. Und dann nehme ich Sommersorbet. Das stelle ich mir mal hier hin und ich nehme vorsichtshalber eine Unterlage, damit ich auch nicht über diesen Punkt hinweg stempel. Achso, und hier rechts wird noch eine Klebelasche sein. Die können wir auch gleich mal stanzen. Nein, falzen natürlich. Und zwar lege ich hier rechts bei 1,3 cm an und jetzt wissen wir, wo wir nicht stempeln dürfen. Also hier nicht, hier oben nicht und hier seitlich nicht. Und dann lege ich jetzt einfach mal los. Es wird natürlich jede Verpackung auch anders aussehen, weil man eben, ja, unterschiedlich stempelt. So, ich packe das mal hier hin und verteile mein Stempelmotiv. Dabei drehe ich dann auch mal. Damit, ja, das Ganze eben nicht so gleichförmig ist. Und als nächstes werde ich dann nach und nach eben alles hier befüllen. So, das reicht.
Dann nehme ich als nächste Farbe Farngrün. Und da werde ich mit diesem Motiv hier arbeiten. Das setze ich mir dann hier zwischen. Je nach Lust und Laune. Es macht auch nichts, wenn man so ein bisschen andere Motive überstempelt. Da habe ich jetzt nicht gut gestempelt, aber das fällt hoffentlich nachher nicht so auf. Kann ich noch mal hier am Rand. Da oben fehlt noch. Und hier noch. So, ich glaube, das reicht. Dann nehme ich als nächstes grüne Apfel. Die können, glaube ich, schon mal weggestellt werden. Und dann nehme ich dieses kleine Motiv, dieses Blatt. Und das setze ich mir jetzt hier zwischen. Also das geht auch wirklich schnell. Und man muss da nicht so exakt arbeiten. Und so entsteht eben nach und nach ein ganz tolles, ja, selbst hergestelltes Designerpapier. Das macht auch richtig Spaß. Ja, ich glaube, das reicht schon mal. Hier kann ich vielleicht noch mal. Und jetzt nehme ich noch mal Kirschblüte. Und da werde ich diese kleine Blume hier hineinsetzen. Gut, dann haben wir jetzt noch die Sprenkel hier übrig, diese hier. Und da nehme ich Sahara Sand, das sich immer sehr schwer öffnen lässt. Na, so. Und dann nehme ich da tatsächlich den zweiten Abdruck und gehe hier mit dem zweiten Abdruck wieder über das Papier, so dass wir einen ganz dezenten Abdruck hier haben. So, das reicht. Und das Ganze schaut jetzt so aus. Und jetzt können wir die restlichen Falzlinien ziehen. Dafür brauchen wir noch mal den Papierschneider. Und ich lege die lange Seite bei 4 cm an, dann bei 8 cm und noch einmal bei 12 cm. Ich drehe mir das Ganze und hier unten liegt unsere, ja, Klebelasche, das schmale Feld, das wir schon gefalzt hatten. Und jetzt lege ich noch einmal bei 8 cm an. Wir hatten ja vorher bei 4 und jetzt noch mal bei 8 cm. Ja, und das war's. Jetzt brauche ich noch mal extra Markierungspunkte, weil ich möchte eben diese Form ein wenig vorgeben. Und das mache ich am besten mit einem Lineal. Dann nehme ich mir hier mein langes Lineal, einen Bleistift und setze mir eine Markierung
Also hier unten haben wir den Boden, da oben die schmale Lasche. Und jetzt setze ich mir eine Markierung bei 6 cm und bei 14 cm. Das ist jeweils die Hälfte dieses Feldes. Dann nehme ich mir meinen Aufhebhelfer. Da haben wir ja hier diese Geschichte zum Falzen dran. Ich nehme mir nochmal ein Lineal. Und jetzt falze ich diagonal hier rüber. Und zwar von der zweiten quer verlaufenden Falzlinie nach oben nochmal falzen. Und hier genauso. Einmal da oben wieder rüber. Oh, jetzt ist es mir verrutscht. Ach ja, so. Und das gleiche machen wir hier auch. Hier unten in der Ecke ansetzen. Ach, ich mache es mal so rum. Das ist, glaube ich, einfacher. Man sieht es jetzt auch gar nicht mehr so gut. Ich habe ja so fleißig hier gestempelt. Also hier rüber. Und dann nochmal von dieser Ecke. Auf meiner Website wirst du auch die Skizze finden. Und da wirst du auch diese extra gezogenen Falzlinien genau erkennen können. So, dann können wir das hier wieder wegradieren. Hier auch. Und jetzt gebe ich schon mal diese Löcher hier oben rein. Es stand sich hier schon mal rein. Und zwar mache ich es so, ich habe hier meine Lochzange. Ich halte immer hier den Abstand genau ein und stanze hier mittig. Und das mache ich links und rechts von den Falzlinien. Ich gehe also quasi mit diesem Bügel immer an die Falzlinie ran und stanze dann. Und zwar mittig. Du kannst auch dir mit einem Bleistift die Punkte genau einzeichnen, wo die Mitte ist. Ich mache es jetzt einfach mal so. Und dann haut das schon hin. Und dann nochmal hier. Und zum Schluss nochmal das letzte Feld. Und dann haben wir das schon mal vorbereitet. So, das kann zur Seite. Jetzt können wir alle Falzlinien einmal nachfalzen. Und die obere falze ich genau entgegengesetzt. So, und dann können wir schon mal, wenn wir wollen, unsere extra gezogenen Falzlinien so ein bisschen in Form bringen. Aber das muss nicht unbedingt sein. So, jetzt können wir den Karton hier einschneiden. Und da schneide ich hoch bis zur nächsten Querfalz. Das hier wird unsere Klebelasche sein. Hier schneide ich schon mal schräg ein. Und jetzt schneide ich hier quasi die Falzlinien heraus. So. Und das machen wir hier auch. Ja, und dann
schneide ich hier nochmal ein wenig ab. Schneide hier so rüber. Und das Ganze schaut jetzt so aus. Und jetzt können wir unsere Verpackung auch zusammensetzen. Da nehme ich das beidseitige Klebeband. Und dann kann es losgehen. Also einmal hier. Und dann die Rückseite. Da gebe ich hier Kleber auf. Du kannst natürlich auch Flüssigkleber nehmen. Und zwar hier noch und hier noch. Gut, dann habe ich das auch schon mal vollbracht. Dann nehme ich mir noch mal meinen Aufhebhelfer und ziehe hier die Schutzfolie ab. Ich drehe mir das Ganze um und füge jetzt alles sauber zusammen. Und unsere Verpackung schaut jetzt so aus. Ja, das hat schon mal super geklappt. Dann können wir jetzt auf den Boden. Na, ich sehe gerade hier, muss ich vielleicht noch mal ein kleines Stück mit der Handstanze reingehen. Da ist noch ein Rest Papier gewesen. So. Jetzt klappt es aber. Gut, und jetzt fange ich an. Ich füge also seitlich einmal die Lasche rum und jetzt ziehe ich mir hier an der gegenüberliegenden Seite die Schutzfolie ab und setze mir das Ganze hier ab und richte es mir gerade aus. Das wäre schon mal Punkt 1. Ich kann schon mal mit dem Falzbein hineingehen und alles andrücken. Dann kommt jetzt, das soll meine Vorderseite sein, dann kommt jetzt hier die Hinterseite als nächstes dran. Und kann hier sauber rübergeführt werden. Und jetzt kommt die Vorderlasche. Und unsere Schachtel schaut so aus. Und wir haben hier einen sauberen Abschluss. Jetzt kann ich hier... Nein, jetzt muss erstmal unser Leckerchen da hinein. Also hier passen natürlich auch andere Dinge in die Verpackung. Aber ich habe mich jetzt für das Rocher entschieden. So, also hier gehe ich mit den Fingern rein und dann führe ich alles sauber zusammen. Drücke es nochmal und jetzt kann hier unser Schleifenband durchgezogen werden. Ich nehme jetzt ein weißes Band. Und zwar sind es die Cordel Basics im Set. Da sind verschiedene Farben drin enthalten, unter anderem auch das Weiße. Und da werde ich jetzt nach und nach eben hier das Band durchziehen. Ich fange hinten an. Ich mache das so ein bisschen schrittweise. Und jetzt hier rein. Dann schneide ich mir hier mal ein Stück ab und mache es auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Also hier einfügen. So, das ist vollbracht. Ich kann mir meine kleine Verpackung noch mal mit einer Klammer zusammenhalten, dann kann man die Schleife vielleicht besser binden. Und dann kann es losgehen.
So, dann zuppel ich mir hier gleich die Schleife nochmal richtig schön zurecht, damit das auch gut aussieht. Oh, die kringelt sich natürlich, wenn man sie nicht festhält. So, ziehe ich sie nochmal ein bisschen strammer. Und hier auch. Ja, und so schaut es doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht will ich doch noch ein kleines bisschen die Schleife kleiner haben. So gefällt es mir. Und dann kann ich die Bänder abschneiden. Und so schaut unsere Verpackung schon mal aus. Ja, sieht doch total süß aus mit diesen Stempelmotiven. Also mir gefällt es sehr gut. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Spruch. Hier habe ich Hallo genommen. Und jetzt möchte ich gerne alles Gute nehmen. Und das stammt aus dem Stempelset Mehr an Glück. Dafür brauchen wir jetzt Farbkarton in Grundweiß. Ich habe mir hier schon das Ganze ausgestanzt, das Etikett, und zwar mit den Stanzformen feierliche Anhänger. Und ich nehme nochmal das Stempelkissen in Sommersorbet und werde mir den Spruch Alles Gute jetzt hierauf stempeln. Mal schauen, ob das hier klappt. Ja. Und den setze ich mir jetzt hier rauf. Und zwar nehme ich da die Dimensionals und setze mir einfach drei hier hin. Da das Etikett übersteht, nicht ganz am Rand die Dimensionals setzen. Und dann nochmal schnell die Schutzfolie abziehen. Und dann sind wir auch gleich fertig. So, ich setze mir das so ein bisschen schräg. So gefällt es mir ganz gut. Und dann brauchen wir noch hier ein wenig Schmuck, und zwar Basic Strassschmuck bunter Schimmer. Und da schaue ich mal, wo ich den platziere. Ja, hier unten oder hier oben, ist auch süß. Ich glaube, ich möchte auch nur einen Stein setzen, das reicht, und den setze ich mir da oben hin. Ja, fertig ist unsere süße kleine Verpackung. Sie ist auch wirklich schnell gebastelt. Quasi ein kleiner Mini-Milchkarton. Und hier einmal mit dem Schleifenband aus den aktuellen In-Color-Farben. Und hier habe ich einfach die weiße Kordel verwendet. Das war unser heutiges Projekt. Wir sind wieder durch. Das ging ja wirklich relativ schnell und ich finde diese Verpackung einfach total süß und es macht auch mal richtig Spaß, ja, sich das Papier mit eigenen Motiven zu bestempeln. Ich hoffe jedenfalls, dass du Spaß hattest am Zuschauen und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln. Hab eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. Bis dann, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss!